Willkommen zurück zu Paper Mario 2, die Legende vom Äonentor. Ja, nachdem wir nun im letzten Part schöne neue Hämmer erhalten haben, haben wir dann auch ein paar weitere neue kleine Infos erhalten. Darunter auch, dass irgendwer ja Infos über das Sternjuwel sammelt. Und dann haben wir auch endlich den nächsten Kampf gegen Lancissimo und den Fuzzies absolviert. Genau, und jetzt haben wir eine Mail wiederbekommen. Schauen wir doch mal rein. Geh zur Telefonzelle vor der Arena. X. Also wieder eine Mail von diesem X. Zur Telefonzelle? Irgendwo habe ich schon mal eine gesehen. Suchen wir sie. Definitiv. Ja, einmal ausruhen, bitte. Was für ein Kampf, ey. Aurelius? Hey, Bomber! Du kommst gerade recht. Ich werde dir einen Rat geben. Wenn du weiterhin so viel Aufsehen erregst, wirst du es irgendwann bereuen. Du solltest besser auf dich aufpassen. Dieser glitzernde Kraftprotz wagt es uns zu drohen? Yoshi! Aber wenn er uns droht, dann war die Mail von neulich vielleicht von ihm. Yoshi! Aber egal, von wem die Mail kam, wir sollten etwas vorsichtiger sein. Mama, genau. Definitiv, Kleiner. Aber das war ihm schon ein verdächtiges Verhalten von Aurelius. Also definitiv. Boah, aber ich muss sagen, langsam kriege ich auch echt Hunger, liebe Freunde, von der ganzen Kämpferei. Ich glaube, ich mache mir danach erstmal eine schöne Pizza. Darf ich auch ein Stück? Ich weiß nicht, magst du Pizza? Er sagt ja, okay, dann kriegst du auch ein Stück, mein Kleiner. So, aber erstmal gehen wir hier hin, liebe Freunde. Und finden einen Lagerschlüssel. Geh ins Lager neben Clubones Büro. X. In das Lager? Geh hier hin, geh dorthin. Langsam wird mir das zu bunt mit dem. Hirsch. Ganz ruhig, Kleiner. Aber Moment mal, ich frage mich gerade eines. Schade. Ich dachte, das können wir irgendwie zerstören, dass wir so an das Sternjuwel rankommen. Sternsplitter. Sternjuwel, Alter. So, wir können hinein. Komm mit, Grace. Hä? Nagarina? Ah, so sieht man sich wieder, süßer Mr. Schnauzer. Bist du eine Freundin von Bomba? Wie du aussiehst, bist du bestimmt eine Diebin, oder? Also warst du es wahrscheinlich, die man immer aus diesem Zimmer gehört hat. Auf keinen Fall. Nur Dilettanten machen Geräusche. Ich muss noch irgendjemand anderes. Es muss doch irgendjemand anders hier gewesen sein. Egal, aber du bist auf alle Fälle eine Diebin, oder? Yosh. Ich habe jedenfalls alles gefunden, wonach ich gesucht habe. Ihr könnt euch also nach Herzenslust bedienen.
Also dann, Mister. Zeit, adieu zu sagen. Wow. Das ist der berühmte Kuss. Und nur für dich, Bamba. Übrigens, in dieser Arena gibt es eine Menge seltsame Orte. Passt auf, dass ihr nicht so endet wie die da oben. Also bis dann, süßer Mr. Schnauzer. Wir sehen uns. Und merkt ihr sie, wie sich so ein Kuss wohl anfühlt? Warte nur ab, wenn ich erst erwachsen bin, dann... Das hat er nicht wirklich getroppt, ey. Da gönnst du dir, oder was? Aber eine Frage, Bomber. Die da oben. Was sollte das eigentlich heißen? Hm? Finde den Schalter, um nach oben zu kommen. X. Der Schalter für die Treppe? Kannst du mir sagen, wo hier eine Treppe sein soll? Ja. Ah. Oh. Ich hab da vielleicht eine Idee, vielleicht kann sie ja was hier machen. Aha. Orden Charge P erhalten. Was bewirkt er denn? Damit kann dein Partnermenü Taktik für einen BP Charge ausführen, somit den Schaden seines nächsten Angriffs erhöhen. Der Einsatz mehrerer Orden kostet mehr BP, gibt aber noch mehr Kraft. Ja, ich glaube, das braucht es nicht wirklich. Danke, Ariona. Ah, hier. Ja, boing. Oh, eine Insignie der Sonne. Und da kommen wir wohl erstmal nicht rein. Aber hier kommen wir hin. Genau, zusammen mit dem guten Grace. Komm mal mit, Kleiner. Hopp, hopp. Einmal darüber, bitte. Orden KP plus A. Erhöht die Gesamt-KP deines Partners um 5. Geht das nur für einen oder für alle Partner? Alter. Aber seht euch das mal an. Der frisst 6. OP. Aber wenn das, wie gesagt, für alle Partner gilt, dann wäre das schon eine coole Sache. Ja, aber... Ich habe halt nur ein OP zur Verfügung. Erstmal ein bisschen hier Bauarbeiten machen. Was haben wir denn hier gefunden? Aber in dem Lager ist niemand, oder?
Nein, die Tür ist fest verschlossen. Machen Sie sich keine Sorgen, ich verwalte dieses Lager sehr gründlich. Wahrscheinlich waren es nur ein paar Mäuse. Schon in Ordnung. In dem Lager gibt es ohnehin nichts zu stehlen. Du hast ja gut aufgeräumt. Aber was ist eigentlich aus Marono geworden? Ich habe noch nichts über ihn herausfinden können. Deshalb habe ich seine Registrierung gelöscht, wie es in die Regeln verlangen. Der Kämpfer Marono existiert also für unser Unternehmen nicht mehr. Genauso habe ich es auch mit den anderen verschollenen Kämpfern gemacht. Bereits 5 in diesem Jahr? Es passiert immer häufiger, dass Kämpfer verschwinden. Wie kommt das nur? Inzwischen geht das Gerücht, die Arena sei verflucht. Also, Herr Clubon, ich verstehe das auch nicht. Sag den anderen Kämpfern, Marono wäre in seine Heimat zurückgekehrt. Es muss auf jeden Fall geheim bleiben, dass Kämpfer hier einfach verschwinden. Wenn diese Info publik wird, laufen uns Zuschauer und Kämpfer davon. Alles klar, ich werde Sie nicht enttäuschen, Herr Clubon. Übrigens, du machst deinen Job sehr gut, aber manchmal verschwindest du plötzlich. Ich frage mich, was du da immer so machst. Herr Clubon, ich habe doch auch ein Recht auf Privatleben, oder? Ach, und noch etwas. Hast du schon einmal etwas von Sternjuwelen gehört? Nein, nie gehört. So. Gut, verstanden. Also gut, dann darfst du jetzt gehen. Trotzdem, langsam gehen mir die guten Kämpfer aus. Nur dieser Bomber, der ist wirklich großartig. Ein echter Spitzenmann. Hey Bomber, hast du das gehört? In letzter Zeit verschwinden also immer wieder Kämpfer? Marono war doch der aus der 2. Liga. Richtig, der gelbe Cooper mit der Sonnenbrille. Wollte er nicht aufhören und heimkehren? Hä? Hey, ist da jemand? Piep, piep. Miau, miau. Kuckuck. Also, das macht ja mal gar keinen Sinn, dass... Naja, aber das auf jeden Fall. Piep, piep. Eine Pause? Und ich dachte schon, da hätte sich jemand versteckt. Gut. Dann also wieder zurück an die Arbeit. Hoi, das war knapp. Oh, das ging ja gerade noch mal gut, Josh. Hast du auch gehört, dass Clubon von Sternjuwelen gesprochen hat? Und diese Totzkurve scheint mir auch nicht ganz sauber zu sein. Aber verdrücken wir uns lieber, bevor wir entdeckt werden, Josh. Definitiv. Wo führt eigentlich das hier hin? Ach so. Ja gut. Alles mysteriös. Also diese Totzkurve scheint wohl wirklich was im Schilde zu führen. So, wohin geht das eigentlich nochmal hin? Okay, lassen wir die mal ihr Ding machen. So, gut, Grace, dann zieh dich erstmal wieder kurz zurück. Denn der nächste Kampf steht an. Oh.
Also ich glaube, gegen ihn hier müssen wir wahrscheinlich auf jeden Fall noch ran. Und gegen ihn hier. Ja, safe, Alter, safe. Okay, also der da unten steht jetzt vorne. Bomba! Bereit für den nächsten Kampf? Diesmal kämpfst du gegen das Brüder-Trio. Im folgenden Kampf sollst du keine Sternattacke nutzen. Keine langen Inszenierungen. Ich möchte einen soliden Kampf sehen, okay? Zeig mal einen guten Kampf. Alright then. Also geht's wohl nun gegen euch da unten. Bomba, hier entlang. Boah, aber langsam kann ich die Kampfarena echt nicht mehr sehen, liebe Freunde. Okay, liebe Freunde, langsam wird es spannend. Denn diesmal kämpfen die Krawallklempner Bomba Luigi und das magische Dreieck, das Brüder-Trio. Los, Mario, let's fight! Zu Ehren meines verblichenen Großvaters werde ich dich besiegen, Bomba. Let's fight! Da, da, da. Scanner. Das ist ein Hammer, Bruder. Die Wuffertank dieser Gegner kennst du schon lange. Maximal KP 7, Angriffskraft 4, Verteidigung 1. Wird das schwächer, wirft der Hammerbruder mehrere Hämmer hintereinander. Die Kerle sind stark, also nimm dich vor ihnen in Acht. Aber woher nehmen sie nur die ganzen Hämmer, die sie immer werfen? Das kann man sich bei vielen Gegnern im Mario-Universum fragen. So, aber... ich würde sagen, wir machen schon mal ein bisschen Krawall, liebe Freunde. Was ist das ein... Alter! Bro? Oh. Okay, eine Runde müssen wir auf jeden Fall noch aushalten. Mini-Igombrina, sag mir was über den. Okay, also das ist ein Feuerbruder. Feuerbruder sind Feuerspeien der Hammerbrüder. Maximal KP 7, Angriffskraft 3, Verteidigung 1. Achtung, schlägt deine Verteidigung fehl, kannst du eventuell Feuer fangen. Das musste ich leider brennend gerade feststellen. Je schwächer sie werden, umso heftiger werden die Angriffe der Feuerbrüder. Oh, ein treuer Abonnent, der uns Geld geben will. Danke. Aber wie gesagt, ich nehme ja bekanntlich keine Spenden. Oh. Das Schwein, take that. Alter, ist okay, Alter. Das langt, Freunde. Jetzt reicht's endgültig. Und der hat KP 7, Angriff 2, Verteidigung 1. Mehr gibt's da nicht zu sagen. Besiegen wir sie schnell. Die nerven, die Vögel. Nichts gegen einzuwenden, meine Gute. Nichts gegen einzuwenden. Lebt wohl, ihr drei. Boy. Alter Verwalter. Oh. Bomba Luigi ist erneut der Gewinner. Gratulation. Das war ein Kinderspiel. Ja. Glückwunsch. 22 Münzen für dich. Wir sind jetzt auf Rang 3. Glückwunsch.
Man sieht sich. Ich lasse euch jetzt alleine. Bald wieder. Hm? Schon wieder eine Mail? Letzte Warnung! Hör auf, nach dem Sternjuwel zu suchen! Sonst erwartet dich das gleiche Schicksal wie den letzten Vermissten. Derjenige, der uns diese Mail geschickt hat, weiß sowohl über die Sternjuwelen als auch über die Vermissten Bescheid. Wenn wir den finden, werden wir sicher all diese Rätsel lösen. Aber wer könnte es nur sein? Also ich habe so ein bisschen Torzkorva und Aurelius im Verdacht. Ja, ich möchte mich ausruhen. Und auf jeden Fall will ich shoppen, liebe Freunde. Da wechseln wir einmal zu Craze. Ach nee, die Seite hier geht schneller. Also ich denke mal, Zeit für einen weiteren Kampf haben wir noch, liebe Freunde. Okay, den Eishauch, der wäre auch not bad. Sollten da mehrere Gegner wieder auftauchen, die zum Beispiel 8 KP haben, könnten wir die dann mit einem Bootbeam und dem Eishauch dann easy ausschalten. Ich glaube, jetzt müssten diese Kettenhunde da kommen. Und danach diese Koopa-Viecher und dann sollte schon der Kampf gegen Aurelius kommen. Nice, nice, nice. Doch, also ich glaube, einen Kampf mache ich noch, den gegen den nächsten Gegner. Und ich hoffe, dass ich im nächsten Part dann auch den Champ-Kampf mit reinbekomme. Weil das wäre dann echt optimal, muss ich sagen. Besten Dank. Diesmal geht's gegen die Feuerkettenhunde. Und diesmal musst du deinen Gegner innerhalb von 5 Runden schlagen. Ich bin danach mit meiner Freundin verabredet. Nimm mal so etwas Rücksicht. Und zeig mir einen guten Kampf. Das ist das zweite Mal, dass er das sagt und diese Regel aufstellt. Denn bisher kam die erst einmal, nämlich offscreen. Da wart ihr nicht mit dabei, liebe Freunde. Papa, für dich ist etwas abgegeben worden. Ich lasse es dir hier. Ob du es essen willst? Musst du selbst entscheiden. Bomber, dein Kampf beginnt. Folge mir. Ich weiß nicht, also der sieht eigentlich recht gut aus. Lecker, lass mir es uns schmecken, Mario. Was soll schon passieren? Na dann, guten Appetit! Lecker! Mario, probier auch mal ein Stück! Da! Da! Oh. Aber mein Körper ist wie gelähmt! Was zum... Mario, ich kann mich nicht mehr bewegen! Umbrina! Der Kuchen war vergiftet! Was? Ein Partner kann sich nicht mehr bewegen? Tut mir leid, das ist jetzt dein Problem. Das Publikum wartet schon, also los, mir nach. Alter. Was für eine fiese Intrige. Die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallkleppler Bomber Luigi und
Die roten Stahlkugeln, die Feuerkettenhunde. Oh, was ist hier los? Bamba scheint ohne Partner zum Kampf anzutreten. Ist das die Nemesis des neuen Helden der Arena? Chop chop! Let's fight! Ja, dann habe ich wohl keine andere Wahl, liebe Freunde. Ich muss das hier einsetzen. Anders werden wir die nicht schnell los. Und vor allem haben wir nicht mal einen Partner. Alter. Und die scheinen echt strong zu sein. Uiuiui. Mamma mia, ey. Und der Gewinner ist Bomba Luigi. Was für ein Kampf, liebe Freunde. Bitte, deine Gage, 24 Münzen. Und Gumbrina scheint es wohl wieder besser zu gehen. Wir sind jetzt auf Rang 2. Glückwunsch. Ich lasse dich jetzt allein. Man sieht sich. Wie geht's dir, Gumbrina? Alles wieder okay. Super, dass du sogar ohne uns gewonnen hast, Mario. Aber dieser vergiftete Kuchen. Jemand scheint es auf uns abgesehen zu haben. Wir müssen besser aufpassen. Oh ja, definitiv müssen wir das. Und ob wir es im nächsten Part in die nächste Liga schaffen und auch gegen den Champ Aurelius kämpfen, das finden wir im nächsten Part heraus von Paper Mario 2, die Legende vom Echonentor. Tschüss!